Hallo, herzlich willkommen zurück. Wenn euch meine Videos gefallen, dann lasst mir doch gerne ein Abo oder ein Like. Das würde mir sehr gefallen. Vielen Dank und los mit Dungeons 3. Das spielende Böse machte sich für eine weitere Partie bereit. Ganz genau. Gut, Kampagne geht weiter. Die Überfahrt. Verfolgt von Thanos zog die Armee des schwerfälligen Bösen wieder in Richtung ihres eigentlichen Zieles. Doch dafür würde sie ein Schiff benötigen. Okay, dann gucken wir mal. Bin mal sehr gespannt, weil das kenne ich jetzt überhaupt nicht mehr. Also, Burgers End war das einzige und das habe ich ohne Kommentar gespielt und auch nicht fertig. Deswegen, das ist jetzt alles ganz, ganz neu. Aber mal gucken. So, und jetzt darf's mal gerne losgehen. Talia und die Armee des ausfälligen Bösen zogen weiter, marodierend durch das Hinterland. Irgendwo hinter ihnen nahm Thanos die Verfolgung auf. Doch wusste er nichts vom wahren Ziel des gemeingefährlichen Bösen, der Termiteninsel. Um dorthin zu kommen, wurde eine Flotte benötigt. Und das Böse und seine Kreaturen waren, wie bekannt, nicht gerade begabte Schiffsbaumeister. Darum stand die Horde nun vor den Toren der großartigen Seestadt. Die Bewohner von Seestadt huldigten der Sonne und hatten zu ihren Ehren sogar einige Tempel errichtet, die das Sonnenlicht auffingen. Das so gesammelte Licht stärkte die Bewohner von Seestadt auf unangenehme Weise und machte sie zu gefahrvollen Gegnern. Außerdem waren sie im Glanz des Sonnenlichts geradezu übereifrig. Schon strömten mehrere kampfeswillige Trupps herbei und machten sich auf den Weg in den Dungeon. Was? Alarm! Los, ihr Kreaturen des Bösen! Macht euch zur Verteidigung bereit! Macht sie fertig. Brecht ihnen die Beine. Popelt ihnen in der Nase. Bildet einen Sitzkreis. Halt die Klappe. Reißt ihnen die Arme aus. Verdreht ihnen die Köpfe. Zieht ihnen die Unterhose in den Schritt. Die Schlacht im Untergrund begann. Währenddessen badeten die Helden an der Oberfläche weiterhin im Sonnenlicht. Es könnte jetzt aber langsam mal Nacht werden. Wie? Nacht? Okay. Langsam senkte sich die Nacht über das Land und Seestadt. Als die Sonne sich neigte und letztendlich verschwand. Die Sonnenanbeter von Seestadt fröstelte es etwas, waren sie es doch gewohnt, in der Sonne zu brutzeln. Gleichzeitig überkam sie eine tiefe Müdigkeit. Die Oberweltwachen schlummerten ein. Nur wenige Helden hielten sich jetzt noch auf den Beinen. Ausgezeichnet! Endlich macht dieser Erzählertyp mal was Sinnvolles. Undankbares Pack dann, also ebenso. Die Nacht würde allerdings keinesfalls anhalten, denn schon bald würde wieder der Tag anbrechen. Offenbar vergingen um Seestadt die Tage und Nächte wie im Flug, muss an der frischen Meeresluft liegen. Der Mond steht am Himmel. Es ist tiefe Nacht. Ein Verdrescher steht da. Wir sollten die Chance jetzt nutzen und sie angreifen, solange sie schlafen. Das wäre unklug. Ich würde was anderes vorschlagen. Was kommt denn jetzt? Willst du wieder Sachen ausdiskutieren oder hast du noch ein anderes hippige Blubber auf Lager? Ausnahmsweise nicht. Ich wollte vorschlagen, dass wir uns erst auf die Verteidigung des Dungeons konzentrieren und ein paar Verteidigungsanlagen errichten. Wenn der Tag anbricht, werden sie uns sonst überrennen. Das hört sich gar nicht so dumm an. Aber Angriff ist die beste Verteidigung. Ja. Haben beide jetzt recht, ne? Jetzt wird's interessant. Die Schnodderlinge des erkundungsfreudigen Bösen hatten eine Schriftrolle im Untergrund entdeckt. Diese musste nun noch in ein Lektorium gebracht werden. Okay. Lektorium. Um ein guter Archäologe zu sein, müssen Sie aus der Bibliothek raus. Im Lektorium könnt ihr die Schriftrollen erforschen und kleine und größere Verbesserungen für eure normalen Forschungen. Okay. Machen wir mal. Hallo, Papa.
Ach, da ist die gute alte Guru-Farm. Gurr, gurr. Gut, wir haben ein bisschen Fallen. Eine Tür hätten wir. Gegen die tagaktiven Helden von Seestadt bestehen zu können, musste das hartherzige Böse das Lektorium nutzen. Dort konnten Schriftrollen untersucht werden, mit denen sich erforschte Dinge noch verbessern ließen. Das hört sich verdammt sinnvoll an. Gegen diese Lichtbubis können wir jeden Kniff gebrauchen. Gegen diese Lichtbubis. Gut, ihr macht das da. Da ist das Züffler-Ding. Ach ja, man sollte ja vielleicht mal ein paar Schneiderlinge bauen, ne? So jämmerlich. Eure Schneiderlinge schauen ganz besonders traurig drein, sodass eure Gegner Mitleid mit ihnen bekommen und sie knuffig einfach ignorieren. Damit können Schnurrlinge dann ungestört in Dungeon arbeiten. Yay! Teleportomat 3000. Mit dem Teleportomat 3000 können eure Schnurrlinge sich frei im Dungeon herumteleportieren. So, wenn uns eine an Arbeitsstellen erscheint, leider können sie damit nichts transportieren, so dass sie immer noch gezwungen sind, Goldkisten, Leichen und ähnliches weiterhin über lange Wege hinweg zu herzubringen. Auch nicht schlecht. Das kann man also alles erforschen. Schön, schön. Oh, Brauerei, ja, die fehlt auch noch. Aber erstmal Naga. Mehr Kreaturen. Kommt gleich. Es ist Zahltag. Gut. So, dieses Lektorium, das bauen wir mal jetzt. Ach ja, wir haben ja kein Geld. Wir sind arm. Hier ist ja noch ein bisschen Kleingeld. Das Umgraben im Dungeon hatte sich gelohnt, denn die Schnodderlinge des trüffelschweinartigen Bösen hatten eine Schriftrolle gefunden. Diese musste nun noch in ein Lektorium verbracht werden, damit man sie nutzen konnte. Na komm, noch ein bisschen Geld. Gut, lassen wir das mal so. Ach, das habe ich schon. Stopp. Oh, abbrechen. Das habe ich die ganze Zeit da schon stehen. Sag mir das doch einer. Ja, Lesepult steht hier. 2 Stück. So, ein Baumat habe ich hier. Achso, das ist das hier. Ja. Gut. Wir sagen einfach mal nichts. So, ein bisschen Kleingeld hier. Danke. Irgendwie haben die ganzen Schnurrlinge andere Prioritäten gerade. Komisch, warum kommen die denn nicht so gut ran gerade? Also. Da rausgehen wäre jetzt nicht so gut, da rausgehen. Ja, das hier, das wäre unten rechts dann theoretisch, aber mit 3 Leuten. 3 Leuten kommst du aber auch nicht weit. Hatte ich nicht Naga erforscht? Nur mal so nebenbei. Nee, hatte ich anscheinend nicht. Gut, jetzt schon. So, ich bin mal gespannt, ob das mit den Türen da so gut funktioniert. Alles klar, so, die bauen jetzt das da hin. Ja, komm, einmal rausschmeißen tue ich euch. Bin mal gespannt, ob sie die wirklich einfach mal weghusten können da.
Also schlafen tun sie ja wirklich, ne? Ich wusste, ihr würdet mich brauchen. Ja. Die Helden von Seestadt hielten zwar ein Schönheitsschläfchen, doch war es zu bezweifeln, dass sie durch ein paar harte Schläge nicht geweckt werden würden. Auch die Zerstörung von Gebäuden und dergleichen würde wahrscheinlich als plötzlicher Wachmacher dienen. Okay, also feste genug zuhauen, dann schließen sich die Äuglein sofort wieder. Du bist so bösartig. Ich weiß. Danke für das Kompliment. Sehr gut, so, das ist dann schon mal erledigt. Dann können wir hier gleich mal die erste Bösartigkeitsgeschichte holen. Gobobot. Dafür brauchen wir das andere, alles klar. Dann. Ach, nehmen wir noch zwei Imps dazu. Passt. So, schmeißen wir raus. Oh, da sind sie. Wir sollten die einmal hier kurz mal aufräumen. Hey, das sind doch ein paar der Eisenpelze, die ich zum Spähen ausgeschickt hatte. Sie wurden gefangen genommen. Wir sollten sie befreien, damit ich sie bestrafen kann für ihr Versagen. Ein famoser Plan. Allerdings schienen diese Wachen bis Oberkante Unterlippe mit Koffein gefüllt zu sein. Von denen würde sich keiner nachts hinlegen. Gut. Ich würde sagen, fallenmäßig bauen wir jetzt noch. Das alles einstampfende Böse hatte die schmächtigen Wachen der Eisenpelze überrannt. Begeistert schlossen sich diese erneut der Armee des bösartigsten aller bösartigen Bösen an. Sich einfach gefangen nehmen zu lassen. Versager. Es war amüsant, so etwas jetzt zu sagen, wenn man bedachte, was die Zukunft. Aber wir schweifen ab. Weiter geht's. So, ich würde sagen, wir haben diesen Teil haben wir jetzt. Gut. Ah, da sind die Pennbrüders hier. Schön. Das haben wir auch gleich eingenommen. Wunderbar. Ach, ich vergesse ja schon wieder, dass wir hier die Minikarte haben. Tut mir leid, jetzt mache ich mich mal weg. So, jetzt ist es besser, jetzt kann man wieder alles sehen. Ich sollte mir das für dieses Spiel echt merken. Okay, so. Dann hauen wir doch mal das Tor hier kaputt, das ist total im Weg. Verprügeln. Oh, nee. Erstmal das Ding zerstören, bevor wir noch kaputt gehen. Sehr schön, sehr schön. Gut. Gobblebot, der wird noch nichts. Aber eine Brauerei, die können wir schon mal machen. Auch wenn das einfach klingt für die Horde, ist es ein großer Fortschritt. Durch diese Forschung können auf einem freien Feld der Brauerei zwei Bierfässer mehr gelagert werden. Naja, gut, das brauchen wir jetzt nicht. So, jetzt muss der noch weg. Der Sonnenaufgang rückt näher. Ja, und dann gehen wir auch gleich nach Hause. Sehr schön. Und zurück.
So, die machen in aller Ruhe Gold, das finde ich gut. Der macht den Kram. Ja, für das absolute Böse, richtig. So. Huch. Der da. Du wirst dich jetzt hier vergnügen. Und wir werden das Ganze mal gleich ein bisschen ausschmücken hier. Ich hätte doch gern noch eine... Es ist Tag. Es ist Tag, ja. Das siehst du richtig. Mal sehen, wie das jetzt wird. Jetzt müssen wir ja knapp 12 Minuten durchhalten. Da bin ich mal gespannt. Also es wäre natürlich echt schön, wenn sie nicht von oben kommen würden. Ach ja, Gurus. Guru, 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 Guru. Alles klar, das wird zusammengebaut. Da haben wir noch eine Menge Kisten. Feinde sehe ich gerade. Sind in den Dungeon eingedrungen. Ja, die kommen von da. Okay. Wir müssen auch gleich nochmal wegen Versteck und sowas gucken. Aber theoretisch, wenn die jetzt alle hier erstmal stehen, sollte ja nicht so viel schief gehen. Deine Tüftler, der kümmert sich jetzt darum. So, ich werde auch noch eine zweite Tüftlermaschine so sicher gleich bauen. Guck, wenn sie da jetzt hingehen. Ja. Und dann werde ich gleich beim nächsten Mal direkt versuchen, in den 12 Minuten so viel wie möglich wegzumachen, dass wir es gleich schaffen. Wäre schön. Und schön, dass da jetzt mitten im Nichts eine Goldader auf einmal ist. Da, wo ich eigentlich was bauen wollte. Das grabungswütige Böse hatte einen unterirdischen Raum entdeckt, in dem sich eine Schriftrolle befand. Diese sollte so schnell wie möglich in ein Lektorium geschafft werden. Ja, vielen Dank. Ja, es wäre also echt toll, wenn sie wirklich von oben nicht kommen könnten, ne? Ja, mal sehen. Feinde sind in den Dungeon eingedrungen. Ja, die kommen ja nur von rechts. Also, Entschuldigung, das ist jetzt nicht sonderlich spannend. Es ist Verteidigen und da wird jetzt nicht viel passieren. Ich werde jetzt das pausieren und dann seht ihr gleich, wie es weitergeht, wenn der Tag wieder angebrochen ist. Die Nacht. Bis gleich. Die Sonne ist komplett untergegangen. Es ist nun dunkel. Das wollte ich gerade noch sagen, ja. Es ist jetzt Nacht. So, jetzt machen wir die letzten hier noch einmal platt. Und leider ist während des ganzen Spektakels einmal die Bösartigkeitsinsel wurde übernommen. Gut, ist dann halt so. Ist aber jetzt auch nicht weltbewegend. Alles klar. Dann wollen wir jetzt mal erstmal aufräumen gehen. Zeit, den Müll rauszubringen. Ganz genau. Dann gehen wir erstmal hin und holen uns erstmal das wieder, was wir haben. Und ich verstehe leider beim besten Willen nicht, warum die Gurus nicht wollen. Warum das da so lange dauert. Aber okay, ist so. Gut, das haben wir jetzt wieder. Sehr schön. Dann wollen wir gleich mal... Da, ja, da ist die nächste. So, hier haben wir jetzt auch ein bisschen Platz. Ich wollte mich noch eine Brauerei bauen, damit es ein bisschen... Bis ein Alkohol rankommt. Gut, die haben wir. Gleich mal das Tor hier vernichten.
was ist das? Barrikaden oder so. Okay, da ist der Turm. Erstmal den Turm vernichten. Das wäre schön. Nagas, eure Nagas haben erkannt, dass man besser ziehen kann, wenn man ein Auge zukneift. Erhöht die Reichweite eurer Nagas um 8 Meter. Besser als jedes Grundstudium der Medizin. Erhöht die Heilrate eurer Nagas um 50%. Cool. Das ist toll. Alles klar, wir sind jetzt hier. Von da kommen wir. Also direkt hier weitermachen. Und Attacke. Also das mit dem Erforschen finde ich richtig schön. Das gefällt mir. Und wenn die Nagels jetzt noch besser heilen als vorher, dann ist das noch schöner. Da, ja, guck mal, wie hoch die geheilt sind. Schön. Schön, schön. Die Armeen des das Dunkel liebenden Bösen hatten einen der Sonnentempel erreicht, der die Helden von Seestadt so mächtig machte. Alles klar. Das Ding muss zerstört werden. Los, alle Mann mit Sonnencreme einschmieren und dann geht's los. Ja. Alle mit Sonnencreme einschmieren. Oh, da ist einer. Ah, der ist nur aus seinem Mech rausgekommen. Mann, diese Türme sind aber auch schlimm. Wahnsinn. Oh oh. Da kommt die Muschel Schärke noch mal einmal. Ah. Der erste Sonnentempel ging zu Bruch und zerbarst in 1000 Partikel. Ich meine Teile, Entschuldigung. Das wird dieses Gewürm lehren. Was wird es sie lehren? Das. Ach, stell nicht so dumme Fragen, gespaltenes Persönlichkeits-Ich. Wir müssen uns um den zweiten Tempel kümmern. Aber die Sonne ist doch schön und wunderbar gut und wärmend und... Hör auf! Dieses Gutmenschengebrabbel macht einen widerlichen Belag auf meiner Zunge. Wir sollten bei der Gelegenheit noch mal kurz ein paar Leute mehr mitnehmen. So, noch mal Naga, würde ich sagen. Und dann noch mal ein Bot. Noch mal zwei von denen. Alles klar. Alle... wo sind wir denn? Am besten rechts? Ja. Schmeißen sie da raus. Schön, dass ihr das noch geschafft habt. Steigert den Rüstungswert der Kreatur. Wen soll ich töten? Ja, du hast ja schon. Ja, dann hier. Ein Heiler ist immer gut, wenn der Rüstung hat. Gut. Wir müssen noch Bier brauen. Wieso geht das dann nicht? Ach, weil das schon wieder fehlt hier. Ja, ich komm hier nicht weiter. Das ist das Problem. Dann... Ob das mit 3 Reihen reicht? Wir werden es herausfinden gleich. Gut. Alle mal hier hin. Wieso kam der letzte da so spät an? Gut, wir sind jetzt hier. Da. Da ist ein Turm im Weg. Aua! Mist, die Nacht ist ja gleich schon wieder vorbei. Das ist nicht gut. Schön EP, finde ich gut. Ja, haben wir noch ein bisschen Zeit. Das läuft. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Dann müssen wir jetzt... müssen wir denn jetzt hin?
Ach so, da. Das Tor. Hm, die Kanone gefällt mir ja überhaupt nicht, ne? Oh, die brauchen ja ewig, bis sie das da zerschmettert haben. Ich glaube, hier ist auch so eine Basis, wo man eigentlich nicht hin sollte. Kann das sein? Mann, ist das Tor widerspenstig. So, jetzt aber. Ja, kommt. Wir gehen weg. Der haut uns ja kaputt. Aber irgendwie müssen wir da zu dieser bösartigen Geschichte hinkommen. Gehen wir jetzt hier durch? Oh nein. Oh nein, 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 nein. Schnell raus. Oh oh. Ja. So kann man natürlich seine Truppen auch ganz erfolgreich dezimieren. Muss man da jetzt wirklich durch? Ah, von oben. Ach, gar nicht gesehen. Ja. Ja. Ne, das ist selber schuld. Nicht gesehen jetzt, ne. Auf die einfachsten Dinge kommt man schon wieder nicht. Ne. Oh. Gut, man hat jetzt ein bisschen Geld. So. Zwei Goblins. Die dürfen auch die direkt. Die beiden dürfen auch direkt hier bleiben. Ja, die Zombies natürlich nicht. Zombies. So, die dürfen hier verteidigen. Gut, zwei Nagas. Und die Ogres. Ja, die Orks meine ich. Wohin tragt ihr mich? Machen wir es lieber einfacher. Es ist Zahltag. Genau, es ist Zahltag. So. Wo sind die? Wo sind sie da? Du gehst dahin und du gehst dahin. Ja, genau in die Maschine sollt ihr da. Da sollt ihr ruhig in aller Ruhe arbeiten. Ihr schafft das. Die Gurus werden langsam, das ist gut. Das ist wirklich gut. Das Ding da dauert nur ewig und drei Tage. Ja, also ich werde das jetzt pausieren. Es ist zwar noch 2 Minuten Zeit, aber das lohnt sich jetzt nicht mal oben lang zu laufen. Also werde ich jetzt erstmal wieder Ressourcen sammeln und dann machen wir gleich weiter, wenn wieder Nacht angebrochen ist. Es könnten vielleicht Termiten sein oder sowas. Termiten? Im Gestein? Quasi Steintermiten? Ach, was für ein Blödsinn. Naja, Fantasy-Welt. Wer weiß, auf welche absurden Ideen die Schreiber da so kommen. Steintermiten hörte sich interessant an. Allerdings war die Erklärung viel banaler, denn einige Helden buddelten sich einen weiteren Zugang zum Dungeon des überrumpelten Bösen. Was? Wir werden angegraben? Verdammt! Haltet sie auf! Die Grabungsstelle war über die Oberwelt erreichbar. Es wäre ratsam, diesen Trupps einen Besuch abzustatten und sie von ihrem Treiben abzuhalten. Permanent! Will sagen, Axt in den Schädel. Das noch mal so nebenbei, also anscheinend kommen sie jetzt. Die wollen da oben hin. Deswegen wurden wir die ganze Zeit angefahren, der Felsen war. Ach, faszinierend. Ja, gut, wir nehmen einmal unsere Leute hier. Weil eigentlich habe ich ja die ganzen Türen da, dass da erstmal nichts passieren sollte. Dieser Zugang schien verschüttet zu sein. Das arbeitsscheue Böse beschloss, dass es nicht der Mühe wert sei, daran zu arbeiten und ließ ihn einfach links liegen. Ja, bringt mir nichts, weil die einfach zu stark sind. Gerade noch, also lassen wir sie erstmal durchkommen. Ach, interessant, dass die zwei Goblins sich in den Mech reingesetzt haben. Das, ich weiß mal nicht, wie das passiert ist. Gut, ich werde versuchen, da oben irgendwie sonst noch bei Gelegenheit was zu bauen. Es sind Feinde in eurem Dungeon. Aber sonst kommen sie erstmal hier von links und ich wollte auch mal sehen, wie so ein Feuerturm funktioniert, aber
So weit sind wir leider noch nicht. Weil die Produktion der Kisten kommt nicht voran. Okay, ich versuche mal durchzuhalten. Wenn was hier was Spannendes kommt, dann schalte ich mich ein. Arade? Was hat es damit auf sich? Das sind diese Helden, die den Zugang wirklich freigeschaufelt haben und jetzt den Dungeon verstärkt angreifen werden. Sehr gut. Dein Gestammel wird sie sicher aufhalten. Ja, jetzt wird's interessant, ja. Gut, also eine Tür bringt nichts. Man kann das so als Zwischending irgendwie benutzen, das ja. Das kann man wirklich tun, aber sonst... ja. Müssen wir uns irgendwas einfallen lassen. Gut, in der Minute werden wir wieder auf Erkundungstour gehen, dann... ja. Sehen wir weiter. Also wie man sieht, die Türen halten nicht lange, aber das Gute ist, dass jetzt gleich endlich Tag, Nacht. Diese Tage sind ganz schön nervenzerreißend. Wir sollten uns besser erst einmal noch mehr auf die Verteidigung konzentrieren. Das hörte sich nach einem famosen Plan an. Jedoch war der Untergrund nicht zwingend sicher. Vielleicht hatten diese hinterhältigen Helden noch ein Ass im Ärmel. Was bitte soll denn das bedeuten? Musst du so kryptisch bleiben? Natürlich, das hier soll Spannung aufbauen. Wie furchtbar langweilig wäre es denn, wenn ich jetzt schon alles verraten würde? Extrem hilfreich? Lass dich einfach überraschen. So, ich werde erstmal zwei Goblins hier bauen. Und die zwei Goblins direkt erstmal hier beschäftigen lassen. Während, ja, während wir hier draußen erstmal aufräumen. Gut, mehr Kreaturen. Ich würde sagen, zwei Nagas könnten noch sehr hilfreich sein. So. Gleich raus mit euch. Alles klar, wir haben jetzt alle. Dann, ja, hier ist erstmal eine Insel zu holen. Das sollte kein Problem darstellen. Ich werde jetzt derweil erstmal das hier ein bisschen umbauen. So. Gut. Dann könnte man sie eigentlich theoretisch da lang schicken oder sowas. Mal gucken. So, wir haben es eingenommen. Sehr schön. Dann müssen wir jetzt hier oben hin. Haben wir da schon wieder einen verloren irgendwie? Ich verliere den Überblick. Gut, gut, gut. Hier wird gebaut. Schön, schön. Wir werden jetzt Hallen bauen. Ah! So. Schatzkiste, das ist nur manuell leider. Und das Ding da. Okay, dann müsste ich dann zwei von diesen wieder wegnehmen. Moment mal. So. Hallo. Gut, die beiden wegmachen. Die wollen wir ja nicht. Zerstören. Gut. Und dann werden wir direkt Fallen bauen hier. Der zweite Sonnentempel musste ganz in der Nähe sein. Diese Wachen dort würden wahrscheinlich nicht grundlos hier rumstehen. Wobei, bei diesen Helden weiß man ja nie. Intelligenz ist ja nicht gerade ihre herausragendste Eigenschaft. Nein. Aber hier wird gerade alles wunderbar zerstört. Das finde ich gut.
Da, das ist der Sonnentempel. Oh, ganz schön widerspenstig hier, ne? Muss man ja sagen. So, erstmal ist wichtig, dass wir die wegräumen da. Oh Mann. Und ich muss sagen, es wäre mal jetzt von Vorteil, wenn wir so langsam mal Talia verbessern würden. Ich bin noch stärker. Oh, jetzt hat sie's. So, dann pull sie mal ran, die Gegner. Hallo, greif doch mal da einen an. Schön, dass du die Schatten holst, ja. Oh Gott. Talia, da, komm. Jetzt zünde doch mal deinen großen Feuerball da einmal rein und dann werden sie alle wach. Oder auch nicht. Na also. Was ist? Ja, was ist, ja. Ja. So, jetzt kommt mal alle her. Genau, danke. Wie sie einfach mal so schnell kaputt gehen, ey. Heftig, heftig, heftig. Die Lebensenergie der Kreatur. Hier, hol dir das Buch. Hart im Nehmen, ja. Solltest du auch sein. Was kann ich tun? Mann, da hast du schon so viele Heiler, weißt du? Und trotzdem reicht das noch nicht. So, da wird gebaut. Wunderbar. Gefällt mir. Aber mal so nebenbei, die sind... Die Sonnentempel waren zerstört. Heulen und zahnes Geknirsch war aus Seestadt vernehmlich, denn für diese Sonnenbadjünger würden nun schwere, finstere Zeiten anbrechen. Aber natürlich hatten sie ganz andere Probleme, denn alsbald würde die Armee des die Sonne hassenden Bösen vor den Toren stehen. So sieht es aus. Ha, Sonne. Selbst als gute Dunkelelfe habe ich das helle Ding da oben immer verabscheut. Widerlich. Ich wünschte, ich könnte dir jetzt widersprechen, aber wir Dunkelelfen sind tatsächlich nicht für längere Ausflüge in der Sonne gemacht. Außer mit einem Lichtschutzfaktor, der auch bei Vampiren anschlagen würde. Ja, aber die kaufen immer alle Vorräte auf. Verdammte Vampire. So, machen wir einmal schon mal aus Protest das Tor kaputt. Gut. Jetzt wollen wir mal erstmal noch den Rest hier machen. Das Schöne ist, jetzt sind die Sonnentempel ja auch hinüber, also wir können auch jetzt am Tage eigentlich alles platt machen. Was so eine gute Sache ist. Ah, da müssen wir gleich hin. Sehr gut, immer schön ran mit den EPs. Ey, so wollte ich das gar nicht. Ich wollte... Ach ja, ich kann sie hier nicht packen. Ach Gott. Das Böse ist unaufhaltbar. Egal, kommt dann, wenn wir reingehen. Ich wollte nämlich gerade die zwei Goblins da nach Hause bringen, dass sie dann in die Robots können. Ich könnte zwar jetzt den Zauber machen, das stimmt schon, aber... Ach, was soll's. Die paar Minuten können sie auch nochmal ohne Bot rumlaufen.
was haben wir denn jetzt noch so? Ja, Naga-Reichweite erhöhen wir am besten nochmal. Hier, die hier. Gleich noch machen. Das haben wir. Tüftlerhöhle. Nee, brauchen wir nicht. Einfache Fallen. Schaltet die Falle Magnetfalle frei. Diese können Stärke von seinen Helden kurzzeitig festnageln. Okay. Zahltag. So, jetzt das Ding da. Das müssen wir noch erst erforschen, aber man könnte mal hier einfache Zauberei. Gibt's Feihage Gurus erschaffen? Das ist wohl wirklich selbstklärend, ja. Werkzeugkisten erschaffen könnte man auch noch. Ach, cool. Was es nicht alles gibt. Nett, nett. Ich bin noch stärker. Ja, das bist du. Na, ihr wollt doch jetzt nicht schon wieder sterben, da. Und bleib liegen. Ja, und kaputt, sehr schön. Jetzt werden wir das nochmal machen und dann haben wir hier diese Stadt noch. Das wird nicht so schön. Aber da ist immer noch so ein Zelt, was man zerstören könnte. Ja, und dann bleibt es ja nur noch die Verteidiger alle umzuboxen. Ja, hier, das... Oh, das wird überhaupt nicht schön. Ach, nee. Also die Bösartigkeitsinseln haben wir jetzt alle. Jetzt liegt es eigentlich nur noch daran, einmal hier... Ja, hier drin ein bisschen aufzuräumen. Der Sonnenaufgang rückt näher. Ja, ist gut. Ach, guck mal. Falle. So. Ah, den braucht ihr jetzt erstmal noch nicht. Oh, obwohl, macht den einfach. Ach, ist egal. Macht Geld. Wie sieht das da oben aus? Ah, bald fertig. Ich lasse sie einfach hier alleine hinlaufen und dann machen sie so, weißt du? Auch nicht schlecht. Schön, schön, schön. Gefällt mir. Was ist? Schönes Ding. Ja, komm, knüppel das weg, das Ding. Aua! Ja. Es ist Mord. Oh, aber Sonnendings ist ja jetzt vorbei. Oh nein, jetzt wie sieht uns diese Kanone noch an? Das gibt's doch nicht, oder? Gehen wir schnell einmal hier hin. Schlimm, diese Kanonen. So, am besten einmal schnell verstärken. Mehr Lebensenergie. Sehr gut, sehr, sehr schön. Oh, das Ding kaputt machen. War auch gar nicht so schwer. Oh, da kommen sie gleich. Da kommt der nächste Trupp, der uns gleich besuchen möchte. Immer her mit den EP. Wir können das alles gebrauchen. Wie sieht das jetzt eigentlich hier aus? Also nach und nach wird das noch gebaut. Sehr gut. So, ich glaube, Verteidigung brauchen wir jetzt eigentlich so gut wie gar nicht mehr. Aber das werden wir ja gleich erst wissen. Da fällt mir ein, normale Zauberei, Erforschung nicht verfügbar. Einfache Zauberei erstmal erforschen. So, jetzt kann man auch dämonisches Portal und so weiter machen. Alles klar, dann sind hier nur noch Türme. Warum soll ich jetzt mich um den Turm kümmern? Wäre eigentlich... bisschen doof. Gut, dann haben wir jetzt wirklich nur noch das da. Also theoretisch sollten die dann eigentlich nur noch
von hier kommen. So, theoretisch halt nur, ne? Dann wollen wir mal gucken. Oh, Stufe 6 auch schon. Oh, schön. Da kommt der nächste Trupp. So, einmal ein Stück zurück. Nicht, dass wir gleich hier die ganze Basis haben. Oh, los geht's. Der metzelt jemand nieder. Wir verbessern nochmal die Horde. Was gibt es noch zum Erforschen? Das da, mittlere Fallen. Ja, dafür müssen wir erstmal einfacher haben, aber... Schaltet rotierende Flammen bei, das haben wir ja schon. Schaltet die Falle Heizer frei, der sich bei Feindnähern aus dem Boden hebt und alles vor sich ein leckeres Barbecue wandelt. Okay. Ja, aber das haben wir schon, aber erforschen. Na, mach mal, Heizer. Was macht er da? Wollt ihr jetzt sterben, oder was sollte das jetzt? Oh, die Kanone visiert. Die visiert an, die Kanone. So, nun aber. Oh, das ist ja ein Hin- und Herlaufen hier. So, Talia. Komm, das machen wir mit dir. So, brüttel dir mal weg, bitte. Was muss sie da eigentlich so nah rangehen? Das soll mal einer verstehen. Das ist der nächste Trupp von Helden. Und Kanonen und weiß ich nicht was. Schön, wie sie alle einfach mal niedergeräumt werden. Schön, schön. Und auch toll, wie die Reichweite von den Nagas ist. Echt cool. Na dann, ja gut, der eine wollte jetzt nicht mehr. Der hat Urlaub. Sollten gleich mal zwei neue bauen, würde ich sagen. Hm, sogar drei, glaube ich. Ist ja auch kein Problem. Bauen wir mal... Was ist denn mit dem Gold hier los? Was soll ich denn mit den Zombies jetzt? Goldader und bitte mal abbauen, danke. Gurus ohne Ende, schön. Also habt ihr die eine Diamantader da? Ja, die habt ihr dann endlich mal... Fertig, das ist ja toll. Herzlichen Glückwunsch. Und bei der seid ihr irgendwie bei. Ja, so, jetzt. Drei Dämonen, bitte. Danke. Ja, hallo, geh da hin. Oh. Du auch. Danke. Sehr schön. Herzlichen Glückwunsch. Ach, du glaubst es nicht mehr. Was ist denn hier los? Ich bin das Böse. Ja, das merke ich. Hoppala. Erstmal kurz mal verschnaufen hier. Und jetzt ist, glaube ich, ein Dings gestorben, ne? Ne, ein Nagas. Oh. Wir brauchen nochmal Naga. Heilen ist wichtig. Gut. Gut, gut, gut. Ist schön, dass drin nichts mehr passiert. Das ist wirklich toll.
Und Zombies, die einfach mal so ein bisschen herumwandern und sich langweilen, ist auch schön. Die Guru-Farm ist jetzt durch das Forschen extrem besetzt. Ja. Toll. So, jetzt jetzt reißt das Ding mal ab. Sehr schön. Oh, jetzt könnt ihr das mal alles niedermetzeln. Und dann haben wir es gleich. Eigentlich müssen wir dann nur noch... Ja, die Hütte da, glaube ich, wegräumen. Und die zwei Türme da. So, mach mal die Tür kaputt. Danke. Also da muss ich sagen, warte ich aber jetzt bis Nacht ist, weil die sind mir ja ein bisschen so unsympathisch. So, bleiben wir am besten hier stehen. Sollte nicht allzu viel passieren. Oh, da ist ein Buch da hinten. Was ist das? Oh, was der Scheiß für kritische Treffer. Ja, Talia. Ich bin das Böse. Du bist das Böse, ich weiß. Hol dir mal das Buch. Gut, dann pausiere ich das gleich nochmal, dass wir dann halt gleich am Ende zusammen sind. Der steht nicht mehr auf. Aus dem Nichts einfach werden wir angegriffen. Aber wir haben es fast geschafft mit Access. Das finde ich sehr gut. Ja. Ah. Ah, eine Minute haben wir noch. Gut, stellen wir es nochmal zurück. Geht gleich weiter. So, der Showdown beginnt. 3, 2, 1 und los jetzt. Der Mond steht am Himmel. Es ist tiefe Nacht. Sehr schön. So, jetzt haut das Ding da mal bitte kaputt. Ich werde nochmal schnell die Horde ein bisschen verbessern, damit die nicht gleich hier kaputt gehen. Geheilt werden sie ja. Was eigentlich mit dem Dämonen? Weiter ist besser. Erhöht die Reichweite eurer Imps. Oh, schön. So, einmal das Haus da zerstören, bitte. Ja, jetzt, wenn man die Horde die ganze Zeit verbessert hat, dann läuft das besser. Und tschüss. Man sieht, dass sie einiges aushalten. Da, zwei Ausrufezeichen noch. Soll man echt zu den Türmen hin? Oh nein, echt jetzt? Das wär's ja jetzt. Zwei Priester und ein Tank. Oh ja, das ist auch eine böse Kombo. Kannst mal sehen, wie lange die jetzt durchgehalten haben. So, jetzt noch diesen Turm. Echt, man muss die Türme mitmachen. Gut zu wissen. Dann weiß man das jetzt auf jeden Fall. Dass die Türme auch dazu zählen. Also das ganze Gebiet, wirklich, das ganze Gebiet muss man komplett leer machen. Schön. Ja, hochgeheilt, dann können wir direkt mal da wieder zurücklaufen. So. Das sehen wir dann gleich. Und da sind wir bei den letzten beiden Türmen. Die husten wir jetzt nochmal schnell um. Verstärken nochmal kurz unsere Horde. Also jetzt merkt man auch, wie wichtig halt Horde verstärken alles mögliche ist, weil... Vorher hat man ja gesehen, die waren Level 5 und sowas gewesen und man denkt ja, die waren stark genug, aber trotzdem wurden die so von den Turm zerschmettert. Und jetzt, ja, die haben so viel Lebensenergie und alles. Ja, wunderschön. Finde ich gut. So, und da geht der Turm kaputt. Und gewonnen. Seestadt war vernichtet.
Wieder einmal hinterließen Talia und die Armeen des belanglosen Bösen eine Schneise der Verwüstung. Eigentlich verwunderlich, dass Thanos sie noch nicht aufgespürt hatte. Man sollte ihm den Titel schlechtester Fährtenleser aller Zeiten verleihen. Ja, das stimmt. War noch nie seine Stärke, auf Details zu achten. Details? Wie eine brennende Stadt? Ja, er hat mir das große Ganze im Auge. Bald hat er meinen Dolch im Auge. Du bist so brutal. Ganz was anderes. Wird es diese Tag- und Nachtwechsel ab jetzt immer geben? Nein, weil das lag nur an diesen Sonnentempeln, dass die Tage wie im Flug vergehen. Ich dachte an der frischen Meeresluft. Das auch, ja. Seestadt war vernichtet. Nun war es an der Zeit, zur Termiteninsel überzusetzen, um dort gegen die mächtige Jaina Overproud zu bestehen. Ja, Jaina Overproud. Mhm. Ja. Ja. Dazu kommen wir dann das nächste Mal. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wenn ihr mögt, dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Und wenn euch das Video gefallen hat, hinterlasst mir doch gerne ein Abo und ein Like, würde mich sehr darüber freuen. Bis dann und tschüss.